Ja, vielen herzlichen Dank, Günther Behan, Wertevoll Leben. Ja, man hat es gemerkt an dem Zwischen- und Szeneapplaus. Das ist immer wieder eingegangen. Das ist ganz wichtig bei solchen Veranstaltungen, dass man zwischendurch noch Feedback kriegt. Und das ist heute schon mehrfach gelungen und das freut mich sehr. Und ja, jetzt ist er auch wieder da. Also nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt dann wirklich in den Bereich Bildung ist gleich Schule reingehen. Wir haben ja am 26. Januar nochmal einen ganzen Themenabend zum Thema Bildung, weil einfach so umfangreich ist. Und wir haben halt mal gesagt, Bildung neuer Systeme, Bildung von Alternativen, Bildung von anderen Denkmustern, Opfer oder Gestalter. Ich kann das bestätigen, was der Günther Behan gesagt hat, das mit diesem Licht einschalten, ich beschäftige mich ja schon sehr lange mit mir und da erscheint die Welt ganz anders und das, ich habe heute beim Einerfahren auf Salzburg ganz was Spannendes erlebt. Ich bin das letzte Mal eine Viertelstunde von oben bis daher gestanden im Stop and Go. Da nicht gerade eine, irgendjemand hat nur gesagt, eine Dreiviertelstunde bin ich heute dran. Ich habe heute von Elixhausen oder wenn man oben einerfährt bis daher 11 Minuten 50 braucht. Und zwar habe ich vom Ursprung weg einfach nur gesungen, alles ist grün, die grüne Welle kommt. Und ich fahre oben und es ist so geil. Es war jetzt mal drei Autos vor mir, Blinker, 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 in und durch, zack, hinter mir gestanden. Nächste, grün, grün, Blinker, 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 in und durch gestanden. Bis aber hinter das Porsche-Zentrum zur Querstraße, wo man dann vier am Bahnhof fährt. Und da war es wieder das Gleiche und bin das erste Mal zum Steh gekommen auf der Brücke über Salzach. So, wer jetzt sagt, Glück gehabt, den gebe ich recht, aber das war kein Glück, sondern wir müssen einfach nur das Licht einschalten. Das ist so ein geiles Beispiel für, wie gestalte ich es mir. Und ich war halt auch richtig gut drauf, letztes Mal nicht so gut und das hat sich einfach gezeigt. Also einfach ausprobieren mit grüne Welle, Parkplätze, dann geht das schon mal mit dem Lächeln von Nachbarn. Also wir können schon mit unserer inneren Haltung was programmieren. Dazu brauchen wir aber eine Top-Information und da möchte ich ganz gerne noch auf einen zusätzlichen Sprecher hinweisen, der sich gestern auch gesagt hat oder heute, dass er noch kommt und ich möchte ihm natürlich auch hier eine Bühne geben für all diejenigen, die ihn noch nicht kennen. Da hinten ist das Plakat Top Info Forum und wer vor dieser ganzen Aktion steht, das ist der Franz Furtner. Franz Furtner, für dich bitte die Bühne. Ja, danke für die Ansage, mein Jolo. Das mit der grünen Welle finde ich ganz gut mit dem Licht. Alles hat seine Zeit, möchte ich auch ein wenig sagen, wir gehen vielleicht ein paar tausend Jahre halt zurück in die Gedanken. Und die grüne Welle ist genau richtig, wenn der Manjolo nach Salzburg fährt, dann nur die grüne Welle. Der Hamel Bett braucht das nicht, also genau zur richtigen Zeit das richtige Wünschen. Ja. Und jede Zeit hat auch seine richtigen Sachen, sage ich mal. Es ist vor ein paar tausend Jahren, hat das Ganze angefangen, dass die Leute irgendwie durch die Wälder gestreift sind, haben die irgendwelche Wild erlegt, haben Jäger und Sammler gespielt und sind ganz gut durchgekommen. Und dann sind sie plötzlich sesshaft geworden. Sie haben also Weizen angebaut und dann hat es plötzlich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Feld die richtige Menge regnen müssen, damit also diese Ernte kommen können hat. Ja. Und wenn es dann nicht so geregnet hat, dann hat man Schuldige gesucht. Man schaut auch, was ist schön, warum haben wir heuer keine Ernte gehabt, da ist irgendwo eine Hex, die hat uns da irgendwas angetan. Oder die Götter waren verstimmt, dann hat man Opferrituale bringen müssen. Ja. Und die ganzen Ackerbaukulturen haben die grausamsten Opferrituale eigentlich vorgebracht, sag ich mal. Ja, das da lange Zeit auf der Welt geherrscht hat. Und es war damals so, man hat ganz leicht mit der Kirche, die hat sich das dann zunutze gemacht. Ja. Die haben dann gesagt, okay, wir können euch helfen, damit ihr gute Ernte bekommt, ihr glaubt an uns und so weiter. Und die Leute haben sich halt da zusammengetan und haben da halt wirklich geschaut, dass sie weiterkommen und zu einer Ernte kommen. Und ich schaue jetzt auch, dass ich weiterkomme. Ja, es war so, dass wirklich
die Kirche das dann sich zunutze gemacht hat und dass die Leute abhängig waren, einfach auch vom Essen. Ja? Und das haben wir ja in der heutigen Zeit nicht mehr. Früher war es auch so, wie die Religionen oder in der Bibel das erfunden worden ist. Gott hat die Welt erschaffen und so ist es. Ja? Und es war auch damals so, dass man in einer Lebensperiode von 50 Jahren hat man ja keine wirkliche Veränderung miterleben können. Ja? Man hat einen Flug erfunden, der war dann 1000 Jahre. Vielleicht hat man mal einen Schlauch dazu gebaut. Oder im Endeffekt hat sich nicht viel verändert im Laufe einer Lebensperiode. Ja? Das hat sich eigentlich erst vor 200 Jahren, wo man sagt, das Wassermann-Zeitalter hat begonnen, hat sich das verändert, dass man in einer Lebensperiode, und bei uns ist es ja ganz extrem, dass man in einer Lebensperiode eine Veränderung stattfinden kann, dass man sagt, okay, Gott hat das nicht erschaffen, sondern das hat sich entwickelt. Ja? Also die Menschheit entwickelt sich und die Menschheit entwickelt sich von einer Phase in die nächste. Und momentan sind wir halt in einer sehr intensiven Phase. Wir lernen aus den Phasen, die wir gehabt haben. Also wir können da zurückgehen. Genauso wie ein Erwachsener sich in ein Kind versetzen kann, können wir uns in die Lage von, wie es früher war, versetzen. Ja? Aber wir kommen weiter. Wir entwickeln ein Bewusstsein und wir entwickeln auch Systeme, dass das miteinander neu regelt. Ja? Wir haben bis jetzt Systeme gehabt, wie Geldsystem und so weiter. Ja, und keine Ahnung, Zinssystem. Und das Ganze steht natürlich vor der Entwicklungsphase von einem Nein. Und wir brauchen da keine Angst haben davor, sage ich mal, von dieser Entwicklung. Es wird was Neues passieren, es wird kommen. Wir sind alle da, glaube ich, weil wir das irgendwo spüren, weil wir irgendwo was wissen wollen. Aber es wird passieren. Ja? Und das ist einfach die Zeit dafür, jetzt genau richtig, dass das passiert. Man kann auch nicht im Winter einen Warzen bauen, der wird nicht aufgehen. Ja? Das ist immer zur richtigen Zeit. Den baut man im Frühjahr und dann kann man im Herbst ernten. Man kann einen Warzen auch nicht im Winter ernten, das ist im Herbst. Alles zu seiner Zeit. Und momentan ist halt die Zeit, Beginn des Wassermann-Zeitalters, wo das Miteinander kommt, wo das Weibliche wieder mit dem Männlichen auf die Augenhöhe kommt. Ja? Ich sage, das ist ein Entwicklungsprozess. Und das Weibliche ist das Alldenkende, das Miteinander, und das Männliche ist das Separate, die Technologie. Das Männliche hat viele Nachteile gehabt, also sage ich halt jetzt einmal, aber es ist getrennt. Aber es hat seine Richtigkeit gehabt, damit wir da sind, wo wir jetzt sind. Die Forschung ist vorangegangen, es wäre sonst nicht passiert. Ja. Aber jetzt sind wir auf dem Level, wo man sagt, okay, das Männliche und das Weibliche, das verbindet sich. Und dann steht eine riesige schöne Zeit bevor. Das ist eigentlich das, was ich heute sagen wollte. Und dass auch jeder das findet, gerade wie es der Günther gesagt hat, für was ist er auf dieser Welt, für was ist er geschaffen, wo hat er Freude im Leben, wo tut er sich leicht. Ja? Weil wenn man mir jetzt irgendwo hinsitzt und ich muss irgendwo Buchhaltung machen, nichts für Buchhaltung. Ich brauche 3 Monate, wo ein anderer einen halben Tag braucht. Ja? Also das ist nicht meine Erfüllung, dafür kann ich andere Sachen, die der andere nicht kann. Ja? Und dann mache ich halt das, was mir taugt. Und wenn das jeder macht, dann kommt eine ganz andere Stimmung auf die Welt. Und man muss nicht in die Arbeit gehen, sondern man will schon, weil es erwartet einen ja schon was Schönes. Ja? Und das ist ein wichtiger Teil im Leben. Und ich glaube, dass das schon in den nächsten Jahre oder Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrtausende da jetzt einen Bestand haben wird, wie wir halt am Anfang sind und das schon mitgestalten. Aber das, was war, das hat so sein müssen, dass wir da jetzt einfach mal sind. Also das hat schon gepasst, wie es war. Und das möchte ich mitgeben und bin schon wieder fertig. Dankeschön. Dankeschön, lieber Franz. Also auch hier nochmal die mit dem Franz Worten jetzt noch nichts anfangen können, Top-Info-Forum, einfach die Webseite notieren, nachher nach dem Abend Informationen holen, morgen ins Internet schauen etc. und so weiter.